Und hier spielen wir wieder Atelier Annie. Tja, was habe ich denn nochmal gemacht zuletzt? Maskottchen. Hotelfutter. Grüner Saft für Hotel, ja. Belladonna fürs Park. Milch für die Gilde bis 3.5. Das ist schon vorbei. Okay, noch mein Maskottchen. Gemüse, Gemüse. Schokolade 10-mal für die Bäckerei. So. Okay. Aber ich wollte eigentlich gar nichts weiteres für die Bäckerei machen, ne? Tja, und dieses Ei, das kriege ich nicht hin. Machen wir noch die Schokolade oder machen wir die nicht? Gegenstände. Schokolade einmal. Und dann gucken wir mal. Zehn Stück, was? Also brauche ich nochmal 4 Zucker. Okay, aber erstmal schaue ich mich mal um. Ich habe es wieder geschafft. Ich bin ziemlich gut in Alchemie, findest du nicht? Es stimmt, dass sich ihre Alchemiefähigkeiten ganz zügig verbessern, aber... Du solltest dir nicht zu viel einbilden, weißt du? Einbilden? Ich wette, ich kann alles synthetisieren, was du auch von mir verlangst. Ja, aber keine Eier. Dann versuch das, was ich dir gleich sage, zu synthetisieren. Ich bin jederzeit bereit. Ich hab's geschafft. Oh. Was hast du denn, Herr Pepe? Du! Gut, dann bild dir halt weiterhin was ein. Ah, jetzt tobt er rum, weil er immer falsch lag. Wie kindisch. Wie auch immer, ich sollte mich ausruhen. Das war ein gutes Nickerchen. Pepe, kannst du mir etwas Wasser bringen? Pepe? Ist er immer noch nicht zurück? Habe ich ihn im Ernst sauer gemacht? Vielleicht sollte ich nach ihm suchen. Der einzige Ort, der mir noch einfällt, wäre der mittlere Bereich. Ah, dieses kleine Girl. Du scheinst recht wütend zu sein. Da ist er. Und Tanz? Ich habe noch nie zuvor einen Menschen wie sie getroffen. Ich schätze, ich werde mit dem Alten sprechen müssen, wenn sie aus dem Ruder läuft. Annies Großvater, Meister Bentner, der königliche Alchemist? Ja, er ist ein verrückter alter Mann. Ich wette, das nächste Mal, wenn ich Annie verpetze, schickt er sie auf irgendeine einsame Insel. Das klingt ein wenig zu streng. Es tut mir so leid. Ich werde mir nie wieder etwas herausnehmen. Hä, Annie? Also bitte sag Opa nichts. Also tut's dir leid? Ja. Versprichst du mir, mir zu gehorchen und dich von nun an ganz der Ausbildung zu widmen? Ich verspreche. Du versprichst, keins meiner Knabbereien zu stehlen? Das ist machbar, glaube ich. Naja, ich weiß nicht wirklich. Schwörst du mich für den Rest deines Lebens aus größter Ehrfurcht deinen Meister zu nennen? Oh nein. Nein! Dann habe ich keine andere Wahl als... Meister! Meister Pepe! Ich werde dir bis zum Ende folgen! Braves Mädchen! Das ist total unfair. Boah, Erpressung. Ich schätze, sie hat wirklich Angst vor Meister Bentner. So, gibt's noch was hier drin? Aha. Bin da, wer noch? Oh, hey, willkommen zurück.
Warum ist Hans da? Hey Hans, was treibst du hier? Ist ja auch eingebrochen. Ach nee, Pip ist da. Da bist du ja. Hey, warum sagst du ihm nicht, was du davon hältst? Wovon? Was hältst du von meinem Anzug? Aha. Die Kleidung beiseite. Du sprichst wirklich eigenartig. Der trägt doch das gleiche wie immer. Ich denke, er ist nervös. Wieso? Ein paar obere Führungskräfte kommen vom Festland. Und Hans wird deren Führer durch die Insel sein. Das ist schön. Viel Erfolg. Deswegen brauche ich deine Meinung, damit ich mich nicht blamiere. Naja, ich finde, du siehst in Ordnung aus. Auch sieht alles gut gebügelt aus. Okay, großartig. Naja, ich gehe besser. Er sollte seine Sprachstörung loswerden, ehe er sich Sorgen um seinen Anzug macht. Ich schätze, niemand ist perfekt. Hans hat also auch Probleme. Ist nicht nur total trocken. So. Nix da. Was mich interessiert ist, wann ich eine zweite Erweiterung machen kann. So. Das hier kann ich erneuern. Den Park. Der hatte ja vorher keine 80 Punkte. Okay. 180 braucht man, aha. Das und auch 180. Okay. Dann haben wir aber einen neuen Park. Hier war nix. Hier auch nix. Mhm. So. Nix da. Okay. Dann können wir noch Schokolade machen. Wie, ich brauchte Zucker, ne? 4 Stücke. Mhm. Zucker, Zucker. Oh, yeah. Das war doch das hier, ne? Ja. Naja, kaufe ich mal 5. So. Und dann Schokolade. So. Keine. Das kann ich mal machen. Und 10. Okay, 2 Tage. 14 Stück. Wieso nicht? Schokolade kann ja heilen. Kann man immer gerne essen. So. Na dann. 2 Tage sind vergangen. Ob da irgendwelche neue Sachen passieren werden. Mhm. Ich schau mal zur Sicherheit. Überall durch. Und die Schokolade war die für die Bäckerei, ne? So. Dann gehen wir mal zur Bäckerei. Da. Ach, da ist das Tier. Es sieht eigenartig aus. Okay. Okay, mal gucken. Aha, mit Übersetzung. So. Boah, der kann Fell von diesen Kanickelfell holen.
Naja, okay. Komm zurück in 12 Tagen. Oh, ein Spielchen. Oh nein, man muss sich was merken. Darin bin ich doch total schlecht. Okay, mal schauen. Okay. Aha. Ich weiß es nicht. Ach, da war es. Ha. Das war hier. Nudeln. Hm. Gut. Nein, keine akzeptieren, nur abgeben. Bitte sehr. Aber ich bin neugierig und schau mal nach, was man hier macht. Uniteller. Puni-Pudding. Käsekuchen. Gut. Dann mal weg. Von hier aus kann ich in keine andere Sache hin. Gehen wir mal wieder in die Stadt, ne? Ich kann in den Eiswald. Ich kann ja ein bisschen trainieren. So. Na, dann haben wir 3 von diesen Teilen. Okay. Boss. 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 Toll. Mach mal. Uah. Nicht so wenig viel. Was war das hier? Provozieren. Nee. Dann hacken die alle auf ihr rum. Machen wir einen von denen weg. Den hinteren mal. Hoffentlich geht's auch hier. Okay. Der hat nicht viel HP. Boah. Nein, der ist ausgewichen. Wieso? So. Gut, gut gemacht, Gillian. Er ist tot. Dann mach mal den. Ja, gut. Nein! Was habt ihr auf Gillian herum? Boah. Gut. Und juhu, Level up. Oh, gut, dass die HP wieder voll sind beim Level up. Ja. Und hier haben wir wieder einen Boss und nur normale Diebe. Ein Dieb. 134, gut. Und diesen Dieb. Naja, könnte sein, dass der hintere wegläuft. Nee. Ach. Was ist das denn eigentlich? Ach so. Das habe ich ja schon mal versucht. Dann machen wir diesen einen. Jetzt werden wir zwar alle verprügelt, aber hoffentlich gehen die nicht alle auf Gillian. Och, warum? Nein. Toll, hätte ich doch lieber den einen tot machen sollen. Ja. So, dann machen wir mal diesen Boss weg. Gut. Ach nö, jetzt hacken wir auf Annie rum. Oder jetzt hat der einzige Überleben auf Annie rum. Ach, der ist aber nicht sehr stark. Mann. Gut. Level 14. Ich gehe weg. So, ab in die Stadt. Du, was für ein langer Weg.
nichts los hier. Ich habe dann noch Dingens für den Strand, ja. Hallo, alter Jakob. Mal ein Ereignis mit dem alten Jakob. Sind das Bo und Fitz? Wollen wir anfangen? Welche Geschichte wird es denn sein? Na, wie wär's mit deiner Lieblingsgeschichte, das Puni im Himmel? Ich liebe diese Geschichte. Er erzählt wohl Geschichten? Du solltest besser auch zuhören. Okay, okay. Hm. Also fangen wir an. Yay! Eine Geschichte vom alten Jakob erzählt, hä? Sieht so aus, als wäre Bo von Fitz hierher geschleppt worden. Vor einer langen Zeit lebte ein Puni, das vollständig schwarz gefärbt war. Hm. Wegen seines Aussehens hatte das schwarze Puni keine Freunde und es war ganz alleine. Eines Tages traf es einen Menschenjungen im Wald. Der Junge sagte zum Puni: Ja! Oh, eingeschlafen. Bo, ist Bo eingeschlafen? Ho, ho, ho. Bo! Bo! Oh mein Gott, das war so gruselig. Ein riesiger Eisenriegel hat mich gejagt. Hä? Er war auch noch so schnell. Mann, das war verrückt. Sei einfach still und lass Jakob seine Geschichte zu Ende erzählen. Autsch! Bist du nun wach? Was war das? War das der Eisenriegel? Sieht so aus, als braucht er einen weiteren. Das ist großartig. Fitz, sieht so aus, als hättest du einen Freund gefunden und brauchst keine Geschichtenzeit mehr. Er ist nicht mein Freund. Wir sind Bekannte. Zun, zun. Sicher, sicher. Ich sagte, wach auf. Sie verstehen sich ganz gut, glaube ich. So. Ob da wieder was passiert? Nö. Und im Restaurant ist auch nichts los. Dann hier. Nö. Und hier. Ach, Gilde. Ja, immer die Gilde. Was haben wir denn? Schwert. Das hier bringt Geld. Ja. Mega-Uni, was soll das denn sein? Ach, noch größer. Schokolade. Okay. Das ist viel Geld. So. Ich glaube, ich habe keine. Milch. Ja, aber... Fünfte. Wie rum auch immer. Es ist doch schon vorbei. Und ich kann es nicht weglöschen oder so. Bomben dreimal muss ich noch machen. Dreimal Bomben. Komisch, was ist denn, wenn ich das trotzdem mache und dann einreiche? Kriege ich dann kein Geld oder so? Gehen wir mal zum Strand. So. Ja, Ani. Gut. So.
Und dann mal gucken. Also nur Futter muss man hier machen. Naja. Adieu. Nicht ciao, adieu. Tja, doof, dass man von dort aus nicht in den Wald kann. Ja, das reicht fürs erste Mal. Wir sehen uns bei einem nächsten Teil von Let's Play Atelier Annie wieder. Bis dann.